Von so einem Zylinder wollen wir jetzt ein sauberes Schrägbild zeichnen. Ich habe ein Foto von dem Zylinder. Wenn man sich das Foto anschaut, dann ist es so, dass die Höhe, also diese Kanten, die würden sich jetzt eigentlich irgendwo da unten in einem Punkt treffen. Die sind am Foto nicht parallel. Aber beim Schrägbild korrigiere ich das einfach. Also beim Schrägbild mache ich einen Zylinder, der ungefähr parallel ist. Was ich aber schon beim Schrägbild brauche, das ist kein Kreis, auch wenn es ein echter Kreis ist, das muss also ein Oval sein. Also würde ich jetzt da einfach einen Kreis reinzeichnen, schaut es nicht gut aus. Okay, also dieser echte Zylinder, der hat jetzt hier eine Höhe von 8 cm und einen Durchmesser hier von 4 cm. Damit ist also der Radius gleich 2 cm von dem Kreis und der Kreis ist eben hier so ein schräges Ding. Ich beginne mit einem Quader. Das heißt, ich zeichne jetzt hier einfach mal die 4 cm hin. Und dann verkürze ich das. Ich gehe jetzt hier, also 4 cm hinten muss kürzer sein, deswegen 1, 2, 3, 4. Ich mache 4 Diagonalen von dem Kästchen. Und das da hinten ist dann wieder echte 4 cm. Ich will ein bisschen größer zeichnen, so. Und dann habe ich hier wieder 1, 2, 3, 4, also verkürzt, 4 Kästchen, also das ist hier wirkliche 4 Zentimeter. Und dann finde ich den Mittelpunkt des Kreises. Ja, wenn ich immer nur 2 Zentimeter habe. So, also hier ist die Mitte. Um diese Mitte muss ich einen Kreis haben, der nicht mehr kreisförmig ausschaut. Der berührt das Quadrat an diesen 4 Punkten. Und den Teil mache ich Freihand. So. Und dann bekomme ich ein schönes Oval. Also es ist, ja. Und das ist jetzt ein schräg liegender Kreis. Und genau das gleiche mache ich hier oben. Also ja, ich gehe 8 cm nach oben. Also hier lila. Das sind genau, also das ist jetzt nicht verkürzt und deswegen sind es auch in Wirklichkeit die 8 cm. Die gehe ich hoch, ich gehe in Wirklichkeit die 4 cm rüber. Und so, nein, hier will ich hin, genau. Also 4 cm rüber und das ist die verkürzte Seite und ich finde wieder die Mitte. So, jetzt kommt das Oval. Die Höhe verbindet jetzt hier die zwei Seiten und der Zylinder ist eigentlich fertig. Die Linien, die man nicht sieht, die müssen gestrichelt werden. Das ist die hier. Genau. Das sind gestrichelte Linien. Die lila Linien sind Hilfslinien. Die können wir auch, also bisschen zumindest teilweise radieren. Ich finde, man darf Hilfslinien sehen in der Geometrie, dann sieht man. Aber zurück. So wie es jetzt dasteht, ist es das Schrägbild eines Zylinders. Also das Schrägbild ist natürlich, genau das hier ist das Schrägbild und das andere ist das Foto.